Die Große Koalition hat in Berlin Mehltau über das Land gelegt. Es gibt in den zentralen Fragen keine Bewegung mehr. Wir brauchen Veränderungen im Land und da ist jedes Zeichen, was für eine Veränderung sorgt, insbesondere bei dem Thema der ungleichen Einkommens- und Vermögensverteilung wichtig. In Bremen sind gerade diese Fragen in besonderer Weise zugespitzt. Bremen ist ein Land, das in einer schwierigen Haushaltslage ist. Deshalb muss es Veränderungen geben. Deshalb muss es Druck aus den Ländern geben. Dafür ist eine starke Linke in der Bremer Bürgerschaft unentbehrlich. Wenn wir zulegen, dann wird das ein Zeichen auch an die rot-grüne Regierung sein, ihre Politik zu verändern, etwas für die Problembereiche dieser Stadt zu machen und insbesondere auf der Bundesebene aktiv zu werden, dass es eine Neuregelung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen gibt und dass Bremen endlich eigenständig agieren kann.